Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf dem Fidelity-Kanal. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch, und zwar den größten Verstärker aus der Hegel-Vollverstärker-Reihe, den Hegel H590. Ich würde sagen, wir packen das gute Stück jetzt auch direkt mal aus und dann zeige ich euch, was drin ist. Ich kann ja schon mal ein bisschen was zu dem guten Stück sagen, wobei erstmal muss ich jetzt ausgucken, dass ich den hier aus dem Karton kriege. Okay, aus dem Umkarton habe ich ihn jetzt schon mal rausgeholt. Ist alleine auf jeden Fall schwieriger als gedacht. Das gute Stück wiegt im Übrigen. Ich gucke gerade mal, ob das auf dem Karton steht. Ne, finde ich jetzt gerade nicht. Ich blende es euch hier mal ein. Wiegt das? Ist auf jeden Fall ziemlich schwer, sehr massiv. Für die Leute übrigens, die sich wundern, wer hier überhaupt vor der Kamera ist. Ich bin Lukas und normalerweise bin ich hinter der Kamera. Jetzt gerade bin ich sowohl hinter als auch vor der Kamera quasi. Und lass uns hier mal reinschauen. Ich kann schon mal so viel verraten. Der Verstärker kostet rund 10.000 Euro und hat auf jeden Fall nicht nur, also hat nicht gerade wenig Funktionen, sondern ist unter anderem auch, man kann auch streamen und hat gewisse Smart Home Funktionen sogar mit dabei. Das zeige ich euch gleich dann einmal oder sag ich gleich nochmal was zu. Jetzt gucken wir erstmal, wir haben ja sehr wertigen Karton, sehr wertige Schaumstoffoberfläche, würde ich sagen. Hier ist erstmal ein Dankschreiben dabei. Warte, ich hole das mal mit dem Accessory Pack hier raus. Und zwar steht hier, ich zeige das mal hier in die Kamera, steht hier, thank you, we hope you enjoy the H590 oder H590. Designed und engineered wird das Ganze in Norwegen. Wir freuen uns, den H590 in eurem System zu sehen. Also hier wird nochmal dazu aufgefordert, dass wir den auf Instagram oder so posten. Und dann noch eine Unterschrift von dem Founder von Hegel Music Systems. Dann haben wir hier steht schon Remote drauf, haben wir hier, ich zeige das hier nochmal in die Kamera, die Bedienungsanleitung. Ich würde fast sagen, das ist so recyceltes Papier oder so. Das ist so leicht bräunlich. Und dann genau, haben wir hier den Quick Setup Guide. Dann haben wir hier einen ganz normales Stromkabel. Ich muss sagen, bei 10.000 Euro hätte man natürlich ein etwas besseres Stromkabel dazulegen können, aber das ist ja selten der Fall. Dann zwei Batterien. Uoppa, zwei Batterien. Und eine wirklich schöne, gelungene Fernbedienung, wie ich finde. Ich zeige die jetzt hier auch nochmal. Ist aus Metall, sehr massiv, kleine Knöpfe und sehr minimalistisch, würde ich sagen. Also es ist gelungen. Hinten kann man die aufschrauben, wahrscheinlich um die Batterien dann reinzupacken, weil hier ist jetzt nicht so eine kleine Klappe, wo man das machen kann, sondern da wird man da mit dem Kreuzschraubenzieher das einmal aufschrauben müssen und dann die Batterien zu wechseln. Weiter geht's. Ich nehme hier mal die Verpackung ab oder hier den Schaumstoff. Jo. Ist auf jeden Fall ganz ordentlich. So, ihr seht ihn als erstes. Ich hole ihn jetzt nochmal hier einmal aus dem Plastik raus. Hier leider nicht so ein schöner Stoffbezug drüber. War natürlich vorher schon echt gut eingepackt. Aber genau, ist hier in so einer Plastikpackung. Hole ich einmal raus. So, da ist das gute Stück. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ansonsten zeige ich es gleich nochmal von näher. Aber ich muss sagen, von vorne, recht unspektakulär, würde ich schon fast sagen. Allerdings nicht negativ gemeint. Also sieht halt aus
wie die meisten Hegelverstärker, also vom H90, 190, 390 und so weiter. Nur halt hier natürlich ein ganzes Stück höher, massiver, schwerer. Aber im Großen und Ganzen wirklich schön, komplett aus Metall, wenn ich das richtig, ja, wenn ich das richtig sehe. Von vorne sehr schlicht, sehr aufgeräumt. Finde ich persönlich, gefällt mir wirklich gut. Ist jetzt nicht, also es gibt ja einige Verstärker, die dann sehr aufdringlich sind, beziehungsweise halt so eine sehr polarisierende Optik haben. Das hat man hier natürlich gar nicht. Aber dafür passt er natürlich auch in jedes Wohnzimmer rein und ist da relativ unauffällig, sag ich mal. Hier die Source- und Volume-Regler sind sehr schön eingesetzt. Da wackelt nichts. Sie haben so ein kleines Klicken, wenn man dreht. Also auch sehr angenehm. Für alle, die sich wundern, wo die Antaste ist, das habe ich mich zumindest gefragt beim ersten Mal, als ich den Hegel angeschaltet habe. Die ist hier drunter, genau hier mittig, oder man hört es, ist der Anschalter. Und dann, hoppala, gucken wir uns mal die Rückseite gemeinsam an. Also hier auf der Rückseite haben wir natürlich hier die Lautsprecheranschlüsse, Lautsprecherterminals. Ja, finde ich jetzt nicht so besonders, muss ich sagen, sind halt hier Plastikverschlüsse. Ja, finde ich, hätte ein bisschen wertiger sein können. Man sieht es natürlich nicht, wenn man es jetzt von vorne sieht. Und klingt tut er, das weiß ich. Aber ja, da hätte man natürlich ein bisschen hochwertige Sachen nehmen können für 10.000 Euro. Aber naja, das ist ja bei den meisten Verstärkern nicht so. Dann gehen wir hier mal von links nach rechts. Wir haben hier die analogen Outputs, Line-Level-Outputs, zwei Stück. Einmal fixed und einmal variabel. Dann haben wir hier ein Digital Out. Gehen wir rüber zu den digitalen Inputs. Da haben wir hier einen BNC, einen koaxialen Eingang, dann drei optische Eingänge, einen USB-Eingang für Updates, beziehungsweise darüber kann man auch eine Festplatte oder so anschließen und darüber hat man eine MQA, also kann man MQA-Dateien abspielen und natürlich hier die LAN-Buchse. Und bei den analogen Inputs haben wir zweimal Balanced XLR, hier einmal und hier nochmal einmal, und dreimal Unbalanced RCA. Und ansonsten haben wir hier hinten dann noch den Kaltgerätestecker bzw. den Netzstecker. Okay, das war es schon fast hier mit unserem Unboxing. Wir haben das Gerät ausgepackt. Ist ja bei so einem Vollverstärker meistens nicht so viel dabei. Deswegen erzähle ich noch ein paar Funktionen. Der kann streamen, der hat UPnP Streaming, der hat AirPlay 2 eingebaut, Spotify Connect. Also das ist alles möglich. Da muss man jetzt nicht unbedingt einen externen Streamer für kaufen. Also man kann aus der Spotify-App kann man direkt hier drauf streamen. Dann hatte ich schon gesagt, der hat gewisse Smart-Home-Funktionen. Und zwar hat der Control-4 Built-In. Heißt, man kann den in sein bestehendes Smart-Home-System einbinden, darüber Musik spielen lassen und so weiter. Wie eben auch schon bei dem USB Input gesagt, der kann MQA-Dateien lesen und abspielen. Dann haben wir 2x 301 Watt an 8 Ohm. Ich kann dazu noch eine kleine Geschichte erzählen, und zwar das Video wird vermutlich in den nächsten 1-2 Wochen kommen. Da war ich mit Dimi zusammen beim Kunden, da haben wir den hier ausgeliefert, zusammen mit Confidence 50 in einem riesigen Wohnzimmer. Also da waren, ja, ich würde sagen, 7-8 Meter hohe Decken. Und halt die Confidence 50, was ja auch wirklich keine kleinen Lautsprecher sind. Und dazu kann ich sagen, es hat richtig fett geklungen. Ich würde fast sagen, nach den THDs, den großen, die wir mal getestet haben, da verlinke ich das Video nochmal. Nicht wundern, ist allerdings halt jetzt aufgrund der Urheberrechtsgeschichte ohne Musik. Aber danach würde ich fast sagen, die fetteste Anlage, die ich bisher gehört habe, hier der Hegel H590 mit dem Confidence 50. Also wirklich, wirklich eine schöne Geschichte, hat sich da in dem Wohnzimmer, in dem Rack auch echt gut gemacht. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert auch gerne die Glocke. Und wir verlinken euch den H590 natürlich in der Videobeschreibung. Also falls ihr den bei uns im Shop kaufen möchtet, könnt ihr das natürlich darüber tun. Beziehungsweise wir haben den auch hier, also könnt ihr natürlich vorbeikommen. Oder wir haben ihn meistens hier, ruft vielleicht vorher an, aber dann könnt ihr vorbeikommen und euch den auch mal live anhören. Aktuell natürlich nur auf Termin. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.